Das ist natürlich extrem emotional, von dem her muss man auch erstmal ein bisschen durchschnaufen. Die Saison war auch für mich brutal anstrengend, muss ich sagen. Ja, die Jungs haben unglaublich gearbeitet, haben immer an sich geglaubt, haben auch viele Gerüchte um mich weggesteckt und immer in dieselbe Richtung marschiert, wie ich es gesagt habe, wie wir es vorgegeben haben. Und der Geist in dieser Mannschaft ist einfach außergewöhnlich. Dann gegen so einen Gegner heute noch 3-1 zu gewinnen, auf den dritten Platz zu gehen, das haben wir seit 2, 3 Wochen als Ziel auserkoren, dass wir das Maximale noch wollen. Und ja, da kann man wirklich nur den Hut ziehen. Muss immer sich ein bisschen schütteln, auch überlegen, welcher Club wir sind, wo wir herkommen, was für finanzielle Mittel wir haben und was wir daraus machen. Und das ist schon eigentlich wie eine deutsche Meisterschaft für uns. Ganz ehrlich, das ist ein unfassbarer Moment für ganz viele Menschen hier, für uns als Club. Ich habe vor Wochen in einem Interview mal gesagt, wenn wir es schaffen, in so einer anspruchsvollen Saison, in unserer ersten internationalen Saison, uns wieder für den internationalen Wettbewerb zu qualifizieren, dann wäre das sensationell. Jetzt sind wir in der Champions League. Ich habe damals eigentlich die Euroleague gemeint, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Also einfach nur unfassbar und mir fehlen fast die Superlative. Ich habe einen kurzen Moment für mich selber genommen und versucht, das zu realisieren. Aber das ist ja in dem Moment schwer. Dann siehst du so viele glückliche Gesichter und dann weißt du, du hast einfach vieles richtig gemacht, wenn dir da so viele strahlende Gesichter entgegenlaufen. Ich habe es auch an den Jungs gesehen, an den Mitspielern. Wenn du da in die Gesichter geschaut hast, dann ist das schon was Historisches, wirklich, was wir da heute erreicht haben. Und das ist, ja, außergewöhnlich schön. Ich muss sagen, dass ich sehr stolz auf unsere Mannschaft bin, weil wir haben überragende Saison gespielt. Das ist einfach unglaublich. Dritter Platz, direkt Champions League. Was soll ich mehr sagen? Wir sind alle sehr zufrieden, sehr glücklich. Und wir wollen jetzt nur feiern. Und wir konzentrieren nicht jetzt nur auf Fein. Wenn so ein Spiel kommt, auf jeden Fall ist Druck da, ja, weil jeder wollte das unbedingt. Es war nicht so einfach Ausgangssituation. Letzte Woche haben wir das Matchball verpasst und jetzt haben wir eine schwere Aufgabe gehabt gegen Dortmund. Und dann nach 1-0 bist du in 1-1. Das ist auf jeden Fall noch ein Rückschlag. Aber wie wir dann darauf reagiert haben, das ist Wahnsinn. Ich kann nicht genug sagen, wie viel Freude das gemacht hat. Und wir haben jetzt so viel Zeit, das zu genießen. Das ist eigentlich der beste Zeitpunkt, wie das passieren könnte und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich. Ich freue mich für die ganze Region. Heute Stimmung war außergewöhnlich im Stadion. Sehr große Power schon den ganzen Tag über. Ich habe heute früh Dart geschmissen, habe gesagt, ich werfe jetzt mit 2 Pfeilen das Ergebnis und habe auf die 3 und auf die 1 gezielt und habe es auch getroffen, obwohl ich kein Dart-Profi bin, wie man es bei Sport im Dritten gesehen hat. Und so ist es gekommen und ich bin wirklich sehr, sehr glücklich. Dieser Charakter der Mannschaft, die einfach niemals aufhört und jetzt dieses große Ziel erreicht hat, der ist eigentlich unfassbar.